muss ich ja leider meinen guten Freund Niklas Landin wählen. Der kriegt auch schon genug Lob, aber der ist einfach gut, muss ich sagen. Und deswegen kriegt er auch den Platz, den hat er verdient. Auf Linksaußen habe ich Lars Christiansen gewählt. Erstens, weil er ein super Linksaußen ist, aber auch, weil damals, wo ich angefangen habe auf Nationalmannschaft, war er dabei und hat sich wirklich Mühe gegeben, dass alle sich da wohlfühlen, oder ich zumindest. Und das erinnere ich immer noch, und deswegen hat er den Platz mehr als verdient, finde ich. Ja, auf Rückraum links nehme ich Mikkel Hansen. Der kriegt ja eigentlich schon genug Lob, aber der ist einfach gut. Mehrmals Welthandballer und hat so viele Titels gewonnen, ich komme nicht um ihn rum. Auf Rückraum Mitte habe ich Marco Beschak gewählt. Erstens, weil er ein super Typ ist. Ich habe jetzt 7 Jahre mit ihm zusammengespielt. Ich finde, der ist total unterschätzt. Also der ist für mich einer der absolut besten Mittelmänner der Welt vielleicht die letzten paar Jahre. Er hat unser Spiel super gesteuert und super gelenkt und ja, wie gesagt, ein sehr guter Typ. Auf Rückraum rechts habe ich Omar Magnusson gewählt. Das war eine schwierige Position für mich zu entscheiden, aber ich muss einfach sagen, dass man eine ganze Saison spielen kann, so viele Tore machen und trotzdem nie lächelt im Spiel. Das finde ich sehr stark und deswegen ist er drauf. Auf Rechtsaußen habe ich Lasse Svan genommen aus Flensburg. Das hat mir auch viel geholfen am Anfang auf der Nationalmannschaft. Mittlerweile ein guter Freund geworden. Wir sehen uns auch aus dem Handballfeld. Und ich finde, er hat über so viele Jahre so super Leistungen gebracht. Und deswegen, ja, es gab ja mehr unglaublich gute Rechtsaußen, aber er hat halt den Platz gewonnen. Wie jede andere Position unglaublich schwierig, aber auf Kreis habe ich Jakob Bagerstedt genommen. Das habe ich, weil er ein guter Kreisläufer ist, weil er ein super Mensch ist. Und wir sind damals zusammen nach Magdeburg gekommen und er hat mir so viel geholfen die ersten paar Jahre. Und ich bin traurig, dass ich nicht länger mit ihm zusammengespielt habe, aber zum Glück sehen wir uns ja immer noch. Der ist einfach ein super Typ.